technische Schwierigkeiten. Dann gingen die Lichter aus für Dortmund, und zwar in sportlicher Hinsicht. Für solche Spiele lieben wir den Pokal. Über das Wunder von Braunschweig berichtet Alexander Antoniadis. Was nützt der schönste Pokalabend, wenn das Flutlicht nicht mitspielt? Weil die Masten ihren Dienst zunächst nur mit Verzögerung antraten, konnte Schiedsrichter Sippel die Partie erst einige Minuten später anpfeifen. Von Beginn an hellwach, dagegen die Dortmunder. 28. Minute. Das 1:0 für den BVB durch Jan Koller. Die Führung für den Favoriten nach artistischer Vorbereitung durch Christian Wörns war kurz darauf, aber wieder nur Nebensache. Schiedsrichter und Spieler standen überraschenderweise erneut im Dunkeln. Vor gut einem Jahr beim Bundesliga-Auftakt in Bremen hatte ein ähnlicher Ausfall die Partie mehr als eine Stunde lang lahmgelegt. Schiedsrichter Sippel handelte fürsorglich, schickte die Mannschaften, die sich zu erkälten drohten, in die Kabine, während in der Elektroabteilung des Stadions die fieberhafte und erfolgreiche Suche nach dem überlasteten Aggregat begann. Nach 13 Minuten Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden. Und wie? 41. Minute. Der 1:1 Ausgleich durch Jürgen Rische für den Zweitligisten. Ein Tor, das die Außenseiter mutig werden ließ, auch in der zweiten Hälfte. Dem Elan von Braunschweigs Fuchs hatte der BVB nur wenig entgegenzusetzen. Und so durfte es kaum verwundern, was sich 6 Minuten vor dem Ende ereignete. Kapitän Daniel Graf. Das 2:1, der Siegtreffer in der 84. Minute. Wieder einmal haben die Gastgeber einen Favoriten aus dem Pokal geworfen. Ein turbulenter Abend in Braunschweig endet auch spielerisch mit einer Überraschung. Es ist natürlich unerreichbar, so ein Abend mit Stromausfall. Und wir liegen zurück und kämpfen uns zurück. Und ich sag's nochmal, glaube ich, auch verdient. Und jetzt hoffen wir, dass wir irgendwo einen Gegner kriegen. Braunschweig feiert, während der BVB nun schon zum 13. Mal gleich in der ersten Pokalrunde ausgeschieden ist. Wim Wenders.